Die NSA. Der Abhörskandal wurde ja eigentlich für beendet erklärt, aber neuesten News zufolge wurde jetzt Angela Merkels Handy angezapft. Und damit ist Angela Merkel nicht allein. 35 andere top-internationale Politiker wurden ebenfalls abgehört. Ja, und nicht zu vergessen uns 82 Millionen Deutsche, hallo? Denkt ihr, wir haben keine Gefühle? Hä? Was soll denn das? Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Anscheinend hat Frau Merkel jetzt endlich mal das Thema ernst genommen, weil sie verlangt ein No-Spy-Abkommen zwischen EU und Amerika. Was sagt ihr eigentlich zu der plötzlichen Reaktion von Angela Merkel und wie sicher fühlt ihr euch noch in Deutschland? Wir werden es herausfinden. Was sagt die Straße? Du hast nicht zufällig gerade so den aktuellen Abhörskandal mitbekommen, oder? Wie? Wir werden abgehört. Angela Merkel wurde doch jetzt abgehört. Ihr Handy wurde abgehört. Oh, krasse Story, gell? Ja. Was sagst du denn dazu, dass sie jetzt auf einmal plötzlich so drauf reagiert? Ja, ist ein bisschen komisch, dass sie erst darauf reagiert, wenn es sie selbst betrifft und vorher, als es nur um den gewöhnlichen Bürger ging, nicht, aber... Kommt ein bisschen spät, oder? Ja, also ich meine, NSA, dass sie abhören, das war ja auch schon bevor das Ganze aufgedeckt wurde, mehr oder weniger klar. Ja, es wurde Zeit, dass sie endlich mal bemerkt und aufwacht, dass das Leugnen nicht länger sein kann. Sie hat es geschickt aus dem Wahlkampf verschoben in die Zeit danach. Ja, und im Endeffekt weiß ich seit Jahren, was da abgeht. Also verarschen können wir uns alleine, Frau Merkel. Fühlst du dich da auch ein bisschen verarscht? Also wo wir abgehört wurden, das hat ja keinen interessiert. Nee, ich würde nicht sagen, dass es keinen interessiert hat, aber es war halt jetzt nicht so... Es wurde erstmal sich groß aufgemuckt, jeder hat sich beschwert und jetzt kann man halt erst was dagegen tun. Das ist doch immer in der Politik so, dass es ewig braucht, bis man was dafür tut. Also ob es jetzt vor 3 Monaten schon entschieden hat, dass das Gesetz kommt und es jetzt halt erst wirklich in Kraft gesetzt wird oder ob es jetzt gestern entschieden hat, ist mir eigentlich relativ egal. Wer wirklich glaubt, dass die da erst jetzt wissen, dass da irgendwas passiert ist, der ist naiv. Ich gehe sogar so weit, ich bin der Meinung, die Merkel weiß, dass in Europa andere Politiker abgehört wurden, schon seit einigen Jahren. Habt ihr jetzt Schiss, dass sie permanent jetzt irgendwie abgehorcht wird? Oder? Nein. Nee, gar nicht? Nein. Würde es euch denn stören? Nein. Würde euch nicht stören, wenn jetzt die NSA jetzt ein Foto von euch liken würde? Nein. Gar nicht? Naja, hier ist nicht so ein großes Problem, wenn sie mich ausspionieren, weil meine Daten sind, keine Ahnung, ich kann es ihnen auch erzählen, wenn sie mich fragen, von daher. Mich würde das stören. Ich habe das in meine Privatsphäre und alles Mögliche. Und das hat, die dann gar nicht zu interessieren und alles. Geht nur mich was an. Absoluter Schwachsinn. Kommt, Leute. Das ist alles immer... Ich finde, es wird alles zu viel aufgebauscht. Wirklich, ja. Und selbst wenn die NSA dann auch mal irgendeinen Status von dir liken würde, würdest du es dann auch noch aufgebauscht? So weit ist noch lang nicht. Also, also findest du es... Für dich ist es eigentlich egal? Ja, gerade schon. Ich finde, es wird ein zu großer Wind um alles gemacht, ja. Fühlst du dich jetzt bedroht von der Sache oder gar nicht? Also ich denke, wenn ich jetzt vielleicht was total Illegales machen würde, wahrscheinlich mehr. Aber ich denke, wer soll mich kümmern? Ich bin ein einfacher Citizen, so halt Bürger. Also. Was forderst du denn jetzt von der Regierung? Was sollte sich da ändern? Wir brauchen in Deutschland endlich einen Whistleblower-Schutz. Das heißt, jemand, der Missstände sieht und eine Zeugenaussage machen möchte, soll auch den Schutz erfahren und erhalten. Aber da ist eigentlich keine der amtierenden Parteien wirklich hinterher. Da würde zu viel Dreck aufgewirbelt, den sie selber verursacht haben. Was forderst du denn eigentlich? Hast du irgendwie vielleicht einen Änderungsvorschlag oder irgendwie... Ja, ich habe eigentlich eher Bock, dass man sagt, hey, den Ami-Leuten, dass sie sich echt mal zusammenreißen sollten und nicht alle abhören. Das ist doch so ein Scheiß. Also, die dürfen ja gerne in ihrem eigenen Land tun, was sie wollen, aber nicht bei uns. Forderst du in der Richtung vielleicht irgendwas in der Politik? Hast du da vielleicht mehr Transparenz, oder? Ja, das Problem ist ja, eigentlich sollten ja die Bürger die Politiker kontrollieren. Und momentan kontrollieren ja die Politiker uns Bürger. Das heißt, mit Abhören, mit Überwachen. Sie wollen uns in Kontrolle haben. Das muss ja andersrum so sein, also die Transparenz. Aber ich bin da ganz ehrlich, die haben solche großen Lobbys hinter sich und sonst, da wird schwierig. Ich glaube, es ist Zeit für die Leute jetzt, dass sie ein bisschen kapieren, was wirklich abgeht. Weil so wie die Sachen werden in der Zukunft, jemand klopft an deine Tür und die sagen, kommst du ins Gefängnis, weil du was weiß ich machst. Ja, und dass die Überwachung sich irgendwann gegen uns alle richtet, das werden wir alle zu spüren bekommen. Journalisten spüren es, Aktivisten spüren es und es wird auch ins Volk durchdringen. Hey, im Großen und Ganzen waren die Leute doch alle ziemlich glücklich darüber, dass sich jetzt endlich mal was bewegt. Ja,
Hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir Angela Merkel eine SMS geschrieben. Was fordert ihr denn von der deutschen Politik? Und wie sicher fühlt ihr euch noch in Deutschland? Schreibt's in die Kommentare. Das war's von mir, Ole. Bis zum nächsten Mal. So, ich gehe jetzt, ja? Tschüss. Dank unserer Kooperation hat jeder Einblick in alle Nachrichten dieser Welt. Wir bringen Menschen näher zusammen. Gedanken anderer sind nun kein Geheimnis mehr. Mehr Transparenz für ein besseres Miteinander.